Los geht's. Los geht's. Okay. Hallo Nu. Hallo. Wir haben ja mitbekommen, dass du vor kurzem Polizeigewalt erfahren hast, hier in Frankfurt vom Polizeirevier 8. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns das heute erzählen willst, deine Geschichte mit uns teilen willst. Und ich würde sagen, wir fangen an. Ja. Vielleicht kannst du uns ein wenig dazu erzählen, wann ist das passiert und wie hat das Ganze angefangen? Also das war vor 2 Wochen ungefähr hier. Und das war in Sachsenhausen, Alsachs. Und also bin ich hier wegen einem Freund von mir dahin gegangen. Der kam aus Berlin. Und wir wollten einfach da feiern und nach Hause, direkt nach dem Feiern nach Hause gehen und nach dem Feiern auch nach Berlin fahren. Und wir sind Alsachs. Wir waren so gegen 1.30 Uhr, sowas. 1 Uhr, 1.30 Uhr waren wir Alsachs. Wir sind in einen Club reingegangen. Wir haben da gefeiert und so getrunken. Wie immer haben wir getrunken und so. Und dann hatte ich keine Lust. So ungefähr um 3 Uhr wollte ich so ein bisschen frische Luft haben. Bin ich rausgegangen, spazieren, und dann wollte ich zu dem wieder zurückkommen. Und da hatte ich Glas in meiner Hand, so mit Alkohol. Und ich laufe so einfach durch die Stadt. Und jemand hat meine Hand so getroffen und ist das Glas runtergefahren. Und dann ein Mädchen hat so gebleidigt. Er hat mich beleidigt und so weiter. Dann habe ich so, habe ich die gefragt, warum beleidigst du mich? Also was mit dir nicht stimmt. Und dann ein Freund von ihr wollte die Conversation zu mir. Auf einmal ein anderer Polizei kommt zu mir. Polizei, bevor die Junge kommt zu mir, die Polizei war schon zu mir gekommen und die sagt zu mir, jetzt willst du hier Schlägerei machen und dies, das und so. Und dann bin ich ausgerastet. Warum der kommt so einfach und der sagt zu mir so, obwohl ich wollte nicht so. In einem Vorgespräch hast du gesagt, dass die Person, die dein Glas runtergeworfen hatte oder die an dich gestoßen ist, die hatte sich auch bei dir entschuldigt gehabt. Ja. Und die Frau, die dich dann blöd angemacht hat, die hatte nichts mit der Situation zu tun gehabt. Nein. Die war woanders, die saß woanders mit so einer Gruppe. Und der junge Mann war allein, die war besoffen auch. Mhm. Und hat dann diese Situation gesehen und wollte da auf jeden Fall irgendwas dazu sagen. Und als die Polizei kam, hat sie nicht versucht zu schlichten. Nee, also die Polizei kam einfach, die hat angefangen, solche Fragen zu stellen, willst du jetzt Schlägerei machen und so weiter. Und war ich ausgerastet, ich habe denen gesagt, von welcher Ecke kommst du und sagst du mir so einfach. Also du hast keine Ahnung, was war von Anfang und so. Haben sie auch etwas zu der Frau gesagt und ihrem Mann, die dich dann blöd angemacht haben? Der hat mich gefragt, ob ich Anzeige, danach der hat mich gefragt, so, ob ich Anzeige machen will. Ich habe denen gesagt, ja, ich will, also ich bin ausgerastet, ich habe denen einfach gesagt, ja, ich will, ich Anzeige gegen den Mann. Und dann die sagst du mir, okay, bleib hier, ich bleib da, ich gehe zu denen, also ich bleib da, der geht zu denen und der kommt wieder zu mir. Die sagst du mir, habe ich doch gesagt, du sollst hier bleiben. Ich sag's denen, ja, doch, ich bin doch da hier, wo bin ich hingegangen? Und dann haben mich so wieder festgenommen. Also wir haben so geredet und am Ende der hat mich festgenommen und wir sind zum der haben mich in eine Ecke so gepackt und haben mich kontrolliert und so. Die haben meine Daten genommen und danach habe ich den nach Dienstnummer gefragt. Die wollte er mir nicht geben. Warum hast du nach der Dienstnummer gefragt? Weil die haben mich auf sonst also festgenommen, da haben mich auf sonst kontrollieren, also obwohl ich wurde gebleidigt, da haben mich gebleidigt. Also du hast dich im Unrecht, zu Unrecht behandelt gefühlt und kontrolliert gefühlt. Ja. Und wollte ich gegen den Anzeige machen, Strafantrag, und ich habe nach Dienstnummer gefragt, die wollte mir nicht geben. Ja, und
Die haben versucht, einfach wegzufahren. Mhm. Aber ich habe Dings jetzt, weil ich wollte unbedingt Dienstnummer haben. Du hast darauf bestanden, diese Dienstnummer zu bekommen. Ja, und habe ich so wegen Behinderung gestört. Ja. Aha. Und dann haben die auch die haben mich wieder festgenommen in ein Transferauto. Mhm. In ein anderes Auto? Ja, in ein Transferauto. So. Die haben mich da drin festgenommen und die haben mich da geschlagen. Also, die haben meinen Kopf gegen das Auto so geschlagen. Und ich war, ich war da im Auto nach ungefähr so 20 Minuten später oder so. War ich bewusstlos. Mein Kopf hat richtig weh getan. Und als ich aufgestanden bin, war ich in einem, ich liege in einer Ecke, die haben mich da gelassen. Der war da, da war keine Polizei, war gar nichts. Das war so ungefähr um 5 Uhr sowas. Das heißt, du lagst 2 Stunden also, auf der Straße, nachdem die Polizei dich zusammengeschlagen hat? Ich bin mir nicht sicher, ob war die ganze Zeit auf dem Straße oder, weil ich war bewusstlos. Ich bin im Auto war ich bewusstlos, danach, als ich aufgestanden bin, war ich einfach auf der Straße. Ich liege auf der Straße und so. Und ja, dann, ich habe zwei Typen getroffen. Zwei Englische habe ich den gerufen, nach Hilfe und so. Ich habe den gefragt, ob die kommen, mich helfen. Und davor hat dir aber niemand helfen können? Davor gab keine da. Es gab gar keine Leute? Ich habe keinen gesehen, außer den zwei beiden. Und die sind zu mir gekommen, die wollten mir helfen, aber ich konnte nicht auf meine Beine bewegen. Beide konnte ich nicht bewegen und auch meinen Arm komplett konnte ich nicht bewegen. Ach krass, ja. Und mein Arm hat richtig weh, hatte ich richtig Schmerzen in meinem Arm. Und danach, die sind zu mir gekommen, die wollten helfen und so, die haben versucht, ich habe versucht, auch mit denen aufzustehen und zu laufen und so, aber ich konnte nicht. Ich war mit denen fast eine halbe Stunde lang. Dann, ich habe zu denen gesagt, ja, so geht nicht mehr weiter, könnt ihr vielleicht die Krankenwagen anrufen und so. Die haben mir gesagt, okay, wir rufen Krankenwagen, die haben Krankenwagen angerufen, die sind zu mir gekommen. Und die Krankenschwester meinte, dass die hat zu mir gesagt, ich soll entweder hier schlafen oder nach Hause gehen. Die wollten dich nicht mitnehmen. Ja. Und dann habe ich zu denen gesagt, warum soll ich hier schlafen oder nach Hause gehen? Wann ich kann nach Hause gehen? Warum soll ich euch anrufen? Ich kann einfach nach Hause gehen. Wenn ich schlafen kann, ich brauche hier keine Hilfe von euch. Dann sagt zu mir, haben sie dir nicht geglaubt, dass du nicht laufen kannst? Ja, die haben bis fast 7:30, die haben mir nicht geglaubt, dass ich laufen kann. Dann die Krankenschwester, die sagte zu mir, wir waren vor 10 Minuten hier und du hast uns gebleidigt und du hast gesagt, dass wir sollen verbissen, du brauchst keine Hilfe. Aber die waren gar nicht da. Und ich war mit den zwei Jungs, ich war fast eine halbe Stunde da, im selben Ort, ich war fast halbe Stunde, über eine halbe Stunde war ich mit denen. Und die sagen zu mir einfach, vor 10 Minuten war das nicht stimmt. Das kann nicht sein, ja. Und ich habe zu denen gesagt, wie redet ihr vor 10 Minuten? Ich bin mit denen fast eine halbe Stunde hier. Oder über eine halbe Stunde bin ich mit denen zwei. Und ich versuche die ganze Zeit mit denen zu laufen. Und jetzt sagt ihr, vor 10 Minuten. Und vielleicht könnte es sein, die Polizei waren da, aber war ich bewusstlos. Ich wusste da gar nichts. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe den gebleidigt oder so. Oder ich kann das nicht ja oder nein sagen. Also, ich habe keine Ahnung, was war vorher. Du warst nicht bei Bewusstsein gewesen. Und dann, ich habe ein Video von denen aufgenommen. Die wollten mir nicht helfen und so. Ich habe ein Video aufgenommen, die waren auch im Video so drin. Danach die rufen die Polizei an, die Krankenschwester. Die rufen Polizei an. Wieder das 8. Revier? Wieder 8. Revier. Dann kommen die wieder zu mir am Ort, wo ich war.
Und der eine Polizist meinte, ich soll entweder selber das Video löschen oder die wird das Video von mir abgenommen und bekomme ich keine Hilfe von niemandem das Video. Wenn ich aber das selber lösche, dann bekomme ich Hilfe erst. Mhm. Also hast du das Video gelöscht? Ich habe das Video gelöscht und dann habe ich Hilfe bekommen, bin ich zum Krankenhaus gegangen. Mhm. 5:30 Uhr sowas bin ich zum Krankenhaus erst angekommen. Und, wie war das im Krankenhaus? Hat man dir direkt geholfen? Im Krankenhaus, da haben mir nicht direkt geholfen. Ich war, als ich kam, die Krankenschwester hat mit dem Arzt so geredet. Ich weiß nicht, ich habe nicht gehört, was die geredet haben. Dann der Arzt zu mir gekommen, der hat mich gefragt nach Drogen, ob ich Drogen genommen habe oder nicht. Habe ich dann gesagt, ich habe keine Drogen genommen, aber ich habe nur Alkohol getrunken. Mhm. Man hat dich mehrmals gefragt. Ja, ne? Dann kommt wieder eine andere Krankenschwester, Krankenschwester Arzt. Und die fragen mich die ganze Zeit so. Am Ende hatte ich keinen Bock mehr und ich war richtig von denen. Wie soll ich was das sagen? Sauer wahrscheinlich, ja. Ne? Und am Ende habe ich zu denen gesagt, nehmt ihr selber Drogen oder wie? Ihr fragt die ganze Zeit, ob ich Drogen genommen oder nicht oder so. Dann sagst du mir, nee, wie nehmen wir Drogen? Wir nehmen keine Drogen. Und ich habe zu denen gesagt, warum soll ich auch Drogen nehmen dann? Ich hab doch von Anfang gesagt, ich habe keine Drogen genommen. Ich hab ja Alkohol getrunken. Und das ist, was ich getrunken habe oder was ich gemacht habe. Und also, ich bin hier gekommen, um ihr mehr zu helfen. Nicht, dass die gleiche Frage den ganzen Tag fragt er mich. Mhm. Dann um 7 Uhr sowas habe ich zu denen gesagt, bis 7 Uhr wollte er mir nicht helfen. Die Frage nicht, was ist mit mir passiert auch. Die Frage nicht. Die ganze Zeit noch die Frage nach Drogen und so. Um 7 Uhr sowas hatte ich keinen Akku mehr in Handy. Ich habe zu denen gesagt, könnt ihr meine Hände im Akku lassen? Ich rufe jemanden an, die holt mich, ich gehe vor ein anderes Krankenhaus. Mhm. Und dann die sagen zu mir, okay, die Krankenschwester sagt zu mir, ja, okay, ich komme gleich und ich nehme dein Handy. Ich habe so okay gesagt. Dann kurz vor 8 kommt ein Arzt oder so, kommt zu mir und fragt mich ein paar Fragen, was mit mir passiert und so. Mhm. Ich habe zu denen gesagt, ich habe keine Ahnung, mein Bein stehe ich auf. Ich war bewusstlos beim Transferauto von Polizei, weil die haben mich geschlagen im Kopf und so. Ich war bewusstlos und ich konnte als ich aufgestanden bin, ich konnte meine Beine nicht bewegen. Also du hast dem Arzt nochmal deine Geschichte erzählt. Ja. Mhm. Und dann sagst du mir, okay, der hat so ein bisschen versucht, meine Beine zu gucken und so. Dann hat mir gesagt, okay, ich komme wieder gleich. Der ist weggegangen. Und die kommt wieder um 12 Uhr oder so, die kommt zu mir. Um 12 Uhr erst? Ja, um 12 Uhr so wieder, die kommt zu mir, die sagt zu mir, ich muss woanders gehen. Ich war im Krankenhaus bei normalen Notaufnahmen. Mhm. Dann die sagt zu mir, ich muss bei Uniklinikum die Neurologie muss ich da. Ja. Ja, ich muss da gehen. Und ich habe denen okay gesagt, bin ich da hingegangen. Die haben viel versucht. Die haben mich besser behandelt. Also erst da hast du eine richtige Untersuchung bekommen. Ja, und die haben versucht viel, also meine Beine zu bewegen. Da habe ich richtig Unterstützung bekommen. Da haben angefangen zu helfen und so. Mhm. Aber bis 12 Uhr sowas, ich habe gar keine Hilfe von denen bekommen. Die haben mich nur schlecht behandelt. Die glauben mir nicht, dass ich konnte nicht laufen. Mhm. Und ja, die ganze Zeit war so. Dann um 12 Uhr, als ich war dort, und dann haben die versucht, meine Beine und so, um 16 Uhr konnte ich erst ein bisschen so laufen. Erst um 16 Uhr erst um 16. konntest du deine Beine bewegen? Ja. Mhm. Ich konnte sogar ein bisschen laufen. Ja. Das war besser. Dann um 17 Uhr
Also normalerweise, ich muss da übernachten und so. Mhm. Normalerweise, wie ich, waren die richtig, also mich gut behandelt worden. Um 17 Uhr, die meinten, ich kann nach Hause erst gehen. Mhm. Und ja, das alles ist okay erst und ich kann wieder nach Hause. Ich habe denen okay gesagt, bin ich direkt von dort nach Hause gegangen. Dann wieder und zwei Tage später hatte ich richtig noch am Rücken Schmerzen. Mhm. Also das war hatte ich, aber war nicht so schlimme Schmerzen. Ich bin in Langen Krankenhaus gegangen. Mhm. Da bin also da haben geguckt und so alles. Da haben mir Tabletten und gegeben. Also mit Tabletten war alles besser. Jetzt ist alles perfekt. Auch mein Bein ist, mein Arm auch ist gut. Okay, aber fühlst du noch Folgen von diesem Polizeieinsatz? Hast du immer noch Schmerzen irgendwo? Oder? Also ich habe hier Schmerzen. Weil am Arm noch? Am Arm, ja. Mhm. Ich habe hier Schmerzen, aber es wenn jemand noch den richtig so anfasst. Mhm. So. Und hier noch? Unter dem Rücken, ja, hier oben. Ja, und wie geht es dann weiter? Hast du vor, etwas dagegen zu tun, gegen die Polizeigewalt, die dir angetan wurde? Also, ich will gegen den ersten Strafantrag machen. Ich lasse, also, wie ich versuche, ich alles zu machen, egal was passiert oder so. Aber ich lasse den nicht einfach so. Ja, das ist auch richtig so. Ja. Ja, nun, wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg und wir würden dich auch dabei unterstützen. Danke. Und hoffen, dass es erfolgreich für dich ausgeht. Danke. Ja. Ja, danke vielen Dank euch, für das Gespräch. Danke euch und danke für die Zeit, die mich gehabt hat. Und ja. Nicht zu danken.